heißt, im Schlafzimmer hängen die Spinnweben? Was heißt, im Bett kann man sich gar nicht hinlegen? Was heißt, die Bettwäsche ist fleckig, das Waschbecken dreckig, am Sofa sind Haare von der Katz? Was heißt, das Zimmer ist nicht sauber zusammengerammt? Was heißt, der Kasten ist bis oben angerammt? Was heißt, das Wasser im Boot ist ganz rostig und rot und im Dampfboot liegt da tot der Rotz? Wenn einmal was sagen. Bei uns ist so schön. Da brauchen wir gar nichts reden. Mir scheint, sie sind leider ein wenig verwähnt. Bei uns ist so schön. Sie werden das wohl verstehen. Ja, was wollen sie denn noch mehr für die paar Cent? Die Gäste sagen Bella, Bella, very nice, wunderbar. Nur solche Leute wie sie, naja, kriegt man halt auch jedes Jahr. Sie, tun sie mir nichts erzählen. Bei uns ist so schön. Noch 10, 14 Tage, da sind sie es gewöhnt. Ja, 10, das geht schnell. Bei uns ist so schön. Ja, einmal komm ich noch auf das zum Reden. Uns fressen die Fremden aus die Hände. Bei uns ist so wunderschön, das müsst ja wohl jeder Trottel verstehen. Sie glauben wohl, sie sind der Präsident. Die Gäste zum Bella, super, very nice, wunderbar. Auf solche Leute wie Sie verzichten wir gern nächstes Jahr. Können Sie mir glauben. Bei uns ist nämlich so schön. Wer es nicht glaubt, das will gehen. Für Gott. Auch jeder Urlaub hat sein Ende. Da hinten ist ein Campingplatz. Können Sie schauen, ob Sie noch was kriegen. Schönen Gruß von mir.